Willkommen zum lebendigen Advent. Hier hast du Gelegenheit, dich einzustimmen. Einzustimmen auf Weihnachten. Einzustimmen auf Gott. Mach es dir gemütlich. Genieße diesen Moment. Ich zünde ein Licht an, damit es in unserer Mitte leuchtet. Es ist ein Zeichen für das Licht, das mit Jesus Christus in die dunkle Welt gekommen ist. Das Licht soll leuchten, damit für viele Menschen sichtbar wird: Gott kommt. Mit fester Freude laufe ich durch die Gegend, mal durch die Stadt, mal meinen Fluss entlang. Jesus kommt, der Freund der Kinder und der Tiere. Ich gehe völlig anders. Ich grüße freundlich, möchte alle Welt berühren. Mach dich fein, Jesus kommt. Schmück dein Gesicht, schmück dein Haus und deinen Garten. Mein Herz schlägt ungemein, macht Sprünge. Mein Auge lacht und färbt sich voll. Mein Glück, Jesus kommt. Alles wird gut. Schenk uns Zeit, schenk uns Zeit, Zeit aus deiner Ewigkeit. Schenk uns Zeit, schenk uns Zeit, Zeit aus deiner Ewigkeit. Hallo, ich werde euch heute die Geschichte Die Vorweihnachtszeit mit Paul und Marie von Paie Denker vorlesen. Endlich ist es soweit. Paul und Marie freuten sich schon das ganze Jahr auf Weihnachten. Es ist zwar noch nicht Heiligabend, aber trotzdem gab es jetzt schon einige Highlights. Das erste Türchen vom Adventskalender. Die selbstgebackenen Kekse und die wunderschönen Weihnachtslieder. Marie hat sich im September schon eine Playlist mit Weihnachtsliedern heruntergeladen. Und hatte jeden Morgen, als es kälter wurde und sie mit dem Fahrrad zur Schule gefahren ist, Musik gehört. Marie und Paul fanden die Vorweihnachtszeit mit am besten. Sie durften jeden Tag ein Türchen vom Adventskalender öffnen. Sie hatten sogar jeweils zwei Kalender. Und als Mama Ursula den Kindern morgens ein Pausenbrot schmierte, legte sie auch immer einen Keks dazu. Draußen wurde es immer dunkler, die Häuser zündeten ihre Kamine an und es wurde jeden Abend gespielt und gesungen. Paul wollte unbedingt schon einen Weihnachtsbaum haben, obwohl es noch ein paar Wochen bis Heiligabend dauerte. Papa Klaus sagte, wenn wir ihn jetzt fällen, ausstellen und schmücken, dann verliert er bis Weihnachten seine ganze Nadel. Außerdem wird er dann irgendwann langweilig, fügt Mama Ursula hinzu. Wenige Tage später bauten Marie und Paul nun mit Oma Elke und Opa Klaus einen eigenen Weihnachtsbaum. Einen Weihnachtsbaum selber bauen? Fragte Mama Ursula, als Marie das erzählte. Ja, aus Holz, sagte Marie. Paul, Opa Klaus und ich waren am Morgen im Wald und haben Holz geholt. Dann hat es Opa zugeschnitten und zusammengebaut. In der Zeit haben Paul, Oma Elke und ich Lebkuchen gebacken. Du weißt ja, bei Oma sind die immer so lecker. Am Nachmittag haben wir dann den Baum mit Farbe angemalt und haben Löcher für die Weihnachtskugeln und die Wichtel gebohrt. Am nächsten Tag haben wir dann den Baum mit Christbaumkugeln, Wichteln, Tannenbaumkringeln und Lichterketten dekoriert.
Jetzt haben Oma und Opa einen Weihnachtsbaum. Sie müssen ihn nicht nach Weihnachten entsorgen und brauchen keinen mehr fällen. Opa hat ja Rücken. Ein paar Tage später war Nikolaus. Am Abend zuvor haben Marie und Paul ihre Schuhe geputzt, Milch und selbstgebackene Kekse vor die Tür gestellt und sind schlafen gegangen. Am nächsten Morgen haben Marie und Paul zwei vollgefüllte Stiefel vor der Tür stehen gehabt. Nach der Schule musste Paul zum Konfirmandenunterricht. Da hat der Pastor dann erstmal erzählt, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Er sagte, weil dort Jesus, der Sohn Gottes, geboren ist. Und er erzählte eine ganze Zeit über die Geschichte. Danach sagte er, so, das war die Weihnachtsgeschichte. Und wir wollen sie nacherzählen. In einem Theater, was wir am Heiligabend vor der ganzen Gemeinde vortragen. Die Konfirmandinnen fanden die Idee total klasse und sie probten jede Woche das Stück. Eine Woche vor Weihnachten erzählte Paul seiner kleinen Schwester Marie auch, warum wir Weihnachten feiern. Er sagte, weil er Jesus, der Sohn von Gott, geboren war. Marie war erstaunt und fragte, woher wissen wir denn, wie alt Jesus ist? Paul antwortete, deswegen gibt es die Jahreszahlen. Sie stimmen nicht ganz genau, aber sie sagen ungefähr, wie alt Jesus ist. So langsam war alles da. Die Geschenke, der Weihnachtsbaum, die Vorfreude der Eltern und die Gans, die es jedes Jahr Weihnachten zu essen gab. Die Stadt brachte die Weihnachtslichterketten an und die Läden stellte ihre Hintergrundmusik auf Weihnachtslieder um. Die Menschen waren fröhlich und bummelten mit riesigen Taschen durch die Läden. Marie und Paul feierten in der Schule, im Sportverein und im Konfirmandenunterricht ein Weihnachtsfest. Jeder brachte etwas mit. Es wurde gelacht, getanzt, gebastelt, gegessen und gespielt. Beide hatten dabei viel Freude. Jetzt war es soweit. Die letzte Probe vor Heiligabend war gekommen. Alles hat super geklappt. Jeder konnte seinen Text. Keiner musste lachen. Die Lieder wurden von der Band super gespielt. Und die Technik hat endlich mal funktioniert. In wenigen Tagen war endlich Heiligabend. Marie bastelte noch das letzte Geschenk für Oma Elke. Und Paul lernte noch für seinen letzten Test vor den Ferien. Und nun war es soweit. Am Morgen vor Weihnachten backte die ganze Familie Plätzchen und viele verschiedene Gebäcke. Danach spielten die Kinder zusammen. Währenddessen machten Mama Ursula und Papa Fred das Essen. Papa Fred würzte die Gans und Mama Ursula bereitete die Beilagen vor. Um die Mittagszeit legten alle ihre Kleidung bereit. Paul und Marie bügelten ihre Anziehsachen sogar selbst. Am Nachmittag ging es dann in die Kirche zu einem Gottesdienst, wo Paul und sein Konfirmandenjahrgang dann ihren großen Auftritt hatte. Nach der Kirche ging es dann auch nach Hause, wo Oma Elke und Opa Klaus schon warteten. So wie jedes Jahr wurde erst gesungen und dann Geschenke ausgepackt. Marie bekam ein neues Tablet und Paul das neueste Handy. Während Opa Klaus sein Geschenk auspackte, sagte Paul, damit wir nächstes Jahr wieder so etwas Tolles bauen können. Und was war's? Eine neue Stichsäge. Wenig später gab es dann Essen. Die Gans duftete schon den ganzen Tag durch die ganze Straße. Und sie war wie jedes Jahr total lecker, sagte Opa Klaus, nachdem er das letzte Stück Gans verspeiste. Paul und Marie holten noch die ganzen Kekse und Gebäcke und die ganze Familie verbrachte den Abend zusammen. Es wurde viel gelacht, getanzt und gesungen. Ich wünsche euch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.
Is the hope of Johnny's and Jen, and Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the stubby kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch, die ihr warten könnt, und öffne euch seine Türen zu seiner Zeit. Gott segne euch, die ihr lauschen könnt, und senke in eure Ohren sein gutes Wort. Gott segne euch, die ihr staunen könnt, und erfülle eure Herzen mit seinem Licht. Gott segne euch, die ihr glauben könnt, und lasse euch schauen seine Verheißung. Gott segne euch, die ihr lieben könnt, und mache euch zu Feuern in Dunkel und Eis. Amen. Thank you.